So, liebe Freunde, heute ohne Umschweife direkt an die Platte. Es gibt so viel Neues zu berichten, wie ihr hier schon sehen könnt. Neue Häuser, neue Bäume, neuer Hintergrund, neue Sträucher, neue Beleuchtung, neue Optik bei den Videos, insbesondere was die Schärfe angeht. Und heute eine Premiere auf der Platte. Die neuen T5 von Mobapro sind angekommen. Dranbleiben lohnt sich heute besonders. Viel Spaß dabei. Werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Möglichkeiten der neuen Beleuchtung im Zusammenspiel mit der Kamera. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was ausprobiert und getestet. So, und das Resultat, die Videos haben jetzt eine grundlegend neue Wirkung, weil es ist jetzt alles scharf von vorne bis hinten. Funktioniert auch, wenn man ein bisschen näher an die Züge ranrückt, den falsch gestellten Schotterzwerg bei der V100 mit ihrem Wendezug möge man mir verzeihen. Aber die Arbeit hat sich für mich zumindest gelohnt. Was meint ihr? Ermöglicht im Resultat völlig neue Einblicke auf der Wüstenplatte. Die durch den Nebel scheinende Sonne ist allerdings ein Zufallsprodukt und war so nicht beabsichtigt, passt aber ganz schön. Die Einstellung gibt uns Gelegenheit, hinten auf den neuen Lokschuppen einen ersten genaueren Blick zu werfen. Das ist eine Lasercut-Konstruktion. Links die schon bekannte Fabrikhalle mit der Epoche 6-Seite. Und nach einigem Hin- und Herrangieren kann die 294 erstmalig die neu ausgelieferten T5 von Mobapro aufs Abstellgleis neben der Ladestraße schieben. Wer genau hinschaut, die Strauchreihe vor den Siedlungshäusern wurde auch noch ein wenig ergänzt, gibt noch mal ein bisschen mehr Tiefe. Dann werfen wir doch mal einen etwas genaueren Blick auf die Teile. Ich bin ja, was Wagen angeht, selber kein Experte. Was mir allerdings ins Auge spricht, ist die Filigranität und die sehr reichhaltige Bedruckung an den Teilen, das ist schon sehr beeindruckend. Was ich allerdings wohl beurteilen kann, ich hatte die Dinge ja hier zum Testen eine ganze Weile auf der Platte, das ist die Laufqualität. Gerade hier auch im Zugverbund, ganz am Anfang eines schweren Zuges, Wendel aufwärts, fährt wunderbar. Was allerdings mich am meisten beeindruckt, ist die Tatsache, aus einer privaten Idee erst ein Projekt und dann ein tatsächlich fertiges Produkt geschaffen zu haben. Davor ziehe ich meinen Hut, wenn man beiwohnen kann, wie sich aus so einem Urmuster, wie man es hier auf dem Foto sieht, ein fertiger Wagen im Zugverbund findet. Hier ist der erste, Ascosa, dann kommt noch ein bisschen AAE-Material von Rocco. Hier ist der zweite. Die Container sind übrigens auch von Mobapro. Gibt es in wirklich reichhaltiger Auswahl im Shop und mit ein wenig Fleiß kann man die, wie man hier im Zugverbund sieht, auch auf Mehano und Roccowagen drauf bekommen. Schauen wir uns gleich nochmal an mit einem Blick über die komplette Tiefe der Wüstenplatte. Mobapro gibt es auch auf Insta. Wer mag, schaut gerne da vorbei, hinterlässt Likes und Abos. Es ist noch einiges in der Pipeline, unter anderem kommen LKW-Trailer. Zurück in die gute alte Zeit, während eine E44 ihren Umbauwagenzug aus dem Tunnelportal Richtung Bahnhof bringt, ist eine in den ozeanblau-beigenen Farbtopf gefallene E18 auf dem Weg Richtung Osten.
Blende der Kamera ist übrigens bei 22 für die Interessierten. Nachfolgend kleiner Vorher-Nachher-Vergleich. Während sich der Eurocity Johann Strauss hier in die Kurve vom Wüstenbahnhof legt, sieht man im Hintergrund den Lokschuppen, noch nicht in seiner endgültigen Form. Die Fabrikhalle ist auch noch nicht ins Umfeld integriert und es fehlt vorher und nachher noch der Anlagenabschluss. Hier sieht man die Fortschritte alle auf einen Blick. Lokschuppen mit Klinkerfüllungen von CH Kreativ. Die Fabrikhalle steht mit der Epoche 6 Seite zum Betrachter gewandt. Die wurde halt mal vor einigen Jahren komplett saniert und mit neuen Fensterelementen versehen. Im Vordergrund die Buschreihe verdeckt den Blick auf die Anlagenkante, die man da sonst sehen würde. Ja, und dann hat man dann doch zusammen mit der hinteren Anlagenkante jetzt in Grün eine schöne Tiefenwirkung. Was in Zukunft im Hintergrund passiert, kann ich noch nicht genau sagen. Dieses Nebelgrau ist zumindest jetzt mal für die nächste Zeit das Provisorium Nummer 2. Ist zusammen mit der neuen Beleuchtung auf jeden Fall ein echter Fortschritt und meine alte, abgeranzte, selber ausgedruckte und zusammengeklebte Fototapete ist schon in der Mülltonne gelandet und entsorgt. Hier am Zugschluss kommen nochmal ins Bild die Container von Mobapro in unterschiedlichen Ausführungen in Kombination mit Mehano-Wagen. Hier kommt mal was Richtiges zum Entschleunigen. In der nächsten Minute passiert hier nichts Spektakuläres. Eine E94 bringt ihren Güterzug in den Bahnhof. Auf dem durchgehenden Hauptgleis fährt eine 44er mit ihrem Zug Richtung Osten. Und wenn die soweit aus dem Bahnhof raus ist, kommt noch eine E18 entgegen, diesmal eine nicht in den Farbtopf gefallene. Ich halte einfach mal meine Klappe. So, aufgewacht, ihr habt es geschafft. Hier nochmal die Züge aus anderer Perspektive. Im Hintergrund wird der Wendezug mit dem Hasenkasten von der V100 bereitgestellt und die blaue 118 bringt auch ihren Zug zum nächsten Bahnhof. Mit Abend- und Nachtstimmungen unter der neuen Beleuchtung bin ich noch ein bisschen am Experimentieren. Hier schon mal der Versuch, eine Morgen- oder Abendstimmung einzufangen. Ja, und das war's auch schon wieder für heute, während der lange Containerzug im Hintergrund noch mal vorbeifährt. Lasst euch sagen, ich bin momentan viel in der Werkstatt, viel an der Platte. Es ist einiges geplant und in der Pipeline. Ich hoffe, dass ich diesen Winter im Vergleich zu den letzten Wintern ein bisschen mehr Zeit, Muße und Kopf dafür habe. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig kurzweilige Unterhaltung.
Schreibt mir gerne, was ihr vom neuen Look der Videos der Wüste haltet, und auf bald!